Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute geht es in den News um Fallen Arise. Dies haben ein neues Lyrik-Video am Start. Genauso wie Dakar, Gentle Savage und natürlich Gone in April. Survive veröffentlichen Immortal Warriors als akustische Version und North Tale stellen einen neuen Sänger vor. Beginnen wir mit Fallen Arise. Die in Athen ansässigen Symphonic-Mettler haben ein neues offizielles Lyrik-Video für den Song Forever Winter veröffentlicht. Dieses stammt aus ihrem neuesten Album Enigma, das am 10. April letzten Jahres über Rock of Angel Records veröffentlicht wurde. Fallen Arise wurden 2009 gegründet und kombinieren eine Theateratmosphäre mit einem progressiven Ansatz und einer Heavy-Metal-ähnlichen Schwere. Bisher hat die Band die Bühne mit Nightwish, Paradise Lost, Moonspell und noch vielen anderen geteilt. Den Link zum YouTube-Video haben wir natürlich in unserer Beschreibung verlinkt. Endlich ist die schwedische-amerikanische Power-Metal-Supergruppe North Tale wieder komplett und sie wollen ihren neuen Sänger vorstellen. Es handelt sich um den 30-jährigen Guilherme Hirose aus São Paulo aus Brasilien. Das neue Album wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2021 über Nuclear Blast Records veröffentlicht. Die Videoansage von Guilherme haben wir natürlich auch in unserer Beschreibung verlinkt. Die in Florida ansässigen Rocker Dakar haben ihr neues Lyrik-Video für Empire Dreams veröffentlicht, das aus ihrer neuen EP Come and Get It stammt. Dakar ist eine Rockband aus Duval County aus Florida, benannt nach der Straße im Stadtteil Murray Hill, wo sie 2015 von David Benfield und Daryl Edmonds gegründet wurden. Die Gruppe nimmt derzeit neue Tracks für eine EP bzw. LP auf und bucht Live-Konzertdaten für Frühjahr und Sommer diesen Jahres. Das Lyrik-Video haben wir natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Um den Beginn des neuen Jahres zu feiern, haben Gentle Savage ein Lyrik-Video für ihre neue Single You Never Ask Me Why veröffentlicht. Das vom kommenden Debütalbum der Band Midnight Waylay stammt, das im Februar diesen Jahres veröffentlicht werden soll. Der Song setzt das Comic-Thema von Gentle Savage fort, das mit dem Animationsvideo Honey Bunny begann. Die Entstehung der grafischen Welt von You Never Ask Me Why war inspiriert von Waffen, Vampiren und Cowboys. Dieses Lyrik-Video oder den Link dazu haben wir natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Die Samurais from Hell, also Survive aus Tokio, sind seit über 20 Jahren weltweit aktiv und haben eine neue digitale Single und ein offizielles Musikvideo für den Song Immortal Warriors in einer akustischen Version veröffentlicht. Erst kürzlich veröffentlichte Survive weltweit ihre digitale EP und Single The Road to Hell is Paved by Goodwill. Immortal Warriors wurde am 24. September 2019 über Sliptrick Records veröffentlicht. Das Lyrik-Video haben wir natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Gone in April, die in Kanada und den USA ansässigen symphonischen melodischen Death-Metaler featuring Testaments-Bassist Steve DiGiorgio, haben ein Lyrik-Video für den Song Power to Heal veröffentlicht, das von Wayne Joyner erstellt bzw. animiert wurde. Der Fretless-Guru Steve DiGiorgio braucht keine Einführung mehr, da er als Pionier des Fretless-Basses in der Heavy-Metal-Musik weithin bekannt ist, unter anderem auch als Bassist von Testament. Innerhalb seines Genres wird Steve DiGiorgio für seine spielerischen Fähigkeiten, seine Vielseitigkeit und seine unglaubliche Technik respektiert. Er hat mehr als 40 Studioalbumaufnahmen hinter sich und mehr als 20 Jahre Live-Erfahrung. Das Video haben wir auch verlinkt in der Beschreibung. Das war schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare, nehmt ein Abo mit und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video bei den nächsten News oder im nächsten Review. Macht's gut!